Vielen Dank, lieber Heinrich, für die viel zu vielen Worte und für die sehr freundliche und wohlwollende Einführung und guten Abend. Die Grimms und die skandinavischen Märchen habe ich diese Vorlesung genannt, und Sie werden gleich merken, dass ich, als mir dieses Thema angetragen wurde, ein wenig in Zweifel geriet, ob man wirklich eine Stunde darüber sprechen kann. Dann habe ich angefangen, ein wenig zu suchen, und die Mitarbeiterinnen an unserem Institut haben mir auch dabei geholfen, und wir sind ein wenig fündig geworden, und die Ergebnisse dieser Suche, die möchte ich Ihnen heute Abend präsentieren. Es besteht kein Zweifel daran, und das ist in dieser Ringvorlesung ja auch schon mehrfach betont worden, dass sich die Brüder Grimm für den Norden und seine Literatur interessierten. Wilhelm Grimms Buch über die altisländischen Heldenlieder, Balladen und Märchen sowie der von beiden Brüdern auf der Grundlage des Codex Redux herausgegebene Band der Edda, das Interesse an der germanischen Sprachgeschichte und Mythologie, sind Zeugnis ihrer intensiven Beschäftigung mit den altisländischen und skandinavischen Stoffen, insbesondere auch mit den Märchen und Sagen. Offensichtlich ist jedoch, dass es vor allem die Volksdichtung war, die die Aufmerksamkeit der Brüder auf sich zog, nicht autorisierte Texte, die sie in ihre Sammlungen aufnahmen oder die Gegenstand ihrer Forschung wurden. Umgekehrt lässt sich aber in Skandinavien von Beginn an eine große Zurückhaltung, insbesondere gegenüber den Grimmschen Märchen, beobachten. So sehr die Anregungen zu den eigenen Volksmärchensammlungen auch auf die Brüder Grimm zurückgehen, so wenig, das hat der schwedische Märchenforscher Bengt af Klingberg nachgewiesen, beruft man sich auf diese Impulse. Und so werden die Grimmschen Märchen in Dänemark, Norwegen und Schweden auch lange Zeit kaum eine Rolle spielen. Noch Ende des 19. Jahrhunderts werden sie in den großen Lexika, Enzyklopädien und Literaturgeschichten nur mehr oder weniger am Rande erwähnt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein lagen sie nur in Auswahl in schwedischer oder dänischer Übersetzung vor. Vor allem Rotkäppchen, Aschenputtel, Schneewittchen, Dornröschen und Tischlein deck dich gehörten zu den populäreren Texten, die auch mehrfach übersetzt wurden. Dass die Grimms aber Einfluss auf die skandinavische Literatur genommen haben, zeigt sich insbesondere daran, dass ihre Herausgabe der Kinder- und Hausmärchen in den 1820er und 30er Jahren einen wahren Boom an Märchensammlungen in allen skandinavischen Ländern auslösten, die sich aber ausschließlich auf die eigenen Volkssagen, Märchen und Lieder konzentrierten. In Dänemark gibt der Arzt und enthusiastische Leser romantischer Texte Matthias Winter 1823 die erste Sammlung der Danske Folkeeventyr nach Vorbild der Kinder- und Hausmärchen heraus, in dem aber kein einziges Grimm-Märchen aufgenommen ist. In Norwegen erscheint in den 1840er Jahren die Märchensammlung Norske Folkeeventyr von den Freunden Per Kristen Asbjørnsen und Jørn Mue, beide stark geprägt von der norwegischen Unabhängigkeitsbewegung und Nationenbildung. Diese Sammlung erhielt bald einen Klassikerstatus, der auch Jakob Grimm nicht vorenthalten blieb. Die Norske Folkeeventyr sind die besten Märchen, die es gibt, schreibt er in einem Brief an die norwegischen Herausgeber. Und auch in Schweden lässt sich ab den 30er Jahren ein verstärktes Interesse an Volksmärchen erkennen. 1836 beginnt der erst 18 Jahre alte Gunnar Hultén Cavallius mit dem Sammeln der schwedischen Volkssagen und Märchen, für die er 1843 auch einen Verleger findet. Zusammen mit seinem englischen Freund George Stevens gibt er in den Jahren 1844 und 1849 Svenska Folksagor och Äventyr heraus. Ein halbes Jahr vor Erscheinen des ersten Bandes treffen die beiden Sammler Jakob Grimm auf seiner Schwedenreise und können ihm ihren Dank für die Anregung auch persönlich übermitteln. Dem Grimms ist dann auch der erste Band der Svenska Folksagor gewidmet. Allerdings ist bezeichnend, dass die schwedische Rezeption und auch die Forschung bis heute vor allem Hultén Cavallius spezifischen Märchenton und seine Sprache mal enthusiastisch, mal äußerst kritisch und ablehnend beurteilt. Auf die Impulse, die von den Grimmschen Märchen ausgingen und die Widmung an die Brüder, wird kaum eingegangen, ja, sie wird überhaupt nicht weiter erwähnt. Mit Ausnahme der norwegischen Folkeeventyr konnte keine der skandinavischen Märchensammlungen allerdings eine besondere Begeisterung auslösen. Die Schweden, so schreibt Hultén Cavallius, der noch Stoff für zwei weitere Märchensammlungen zusammengetragen hatte, die aber nie erschienen, die Schweden seien viel zu verbildet für die Volksliteratur, und die Dänen hatten ihren eigenen Märchendichter, Hans Christian Andersen, dessen Kunstmärchen eine sehr viel größere Resonanz fanden, als Winters Volksmärchenkompilation es jeweils auch nur ansatzweise vermochte.
Aber auch über diese Episoden hinaus ist der Frage danach, in welcher Weise die Grimmschen Märchen in Skandinavien aufgenommen und weitergeführt wurden oder in welcher Weise ein Transfer zwischen den berühmten deutschen Sammlern und dem dänischen Märchendichter stattgefunden hat, vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit zugekommen. Vielmehr vermitteln nicht nur die skandinavischen Sammler und Verfasser der Märchentexte, sondern auch die Forschung häufig den Eindruck einer doch weitgehend genuin skandinavischen Traditionslinie, die sie in die anderen europäischen Länder durchaus hineingewirkt habe, ohne selbst jedoch von diesen Strömungen beeinflusst worden zu sein. Für eine solche Zurückhaltung gegenüber möglichen Inspirationen durch die deutschen Märchen gibt es verschiedene Gründe. Nicht zu unterschätzen ist zweifellos die mit der Herausbildung der Nationalliteraturen im 19. Jahrhundert verbundene Emanzipation der skandinavischen Literaturen von der deutschen Kultur. Ungeachtet aller weiterhin bestehenden kulturellen Verbindungen und Transfers verweisen die skandinavischen Literaturen nunmehr auf ihre jeweils eigenen nationalen Traditionen und wenden sich somit von der deutschen Kultur ab, die lange genug Einfluss auf die skandinavische hatte. Gerade die in allen nordischen Ländern zu beobachtende Sammelleidenschaft für Märchen und Volkssagen ist von Beginn des 19. Jahrhunderts an durch den Verweis auf das genuin Eigene bestimmt. Die altisländische Norröne-Literatur, über die hier ja auch schon mehrfach gesprochen wurde, wird zum Fundus einer spezifisch nordischen und skandinavischen, lange mündlich weitergegebenen Erzähltradition und zum Ursprung der jungen Nationen erklärt. Aufgabe der Nationalliteraturen ist es nun, diesen gemeinsamen Fundus ins kollektive kulturelle Gedächtnis zu überführen und dort ebenso einfach wie selbstbewusst zu verankern. So erscheinen im Zuge des nationalromantischen Nation-Building die genannten Märchen- und Sagensammlungen im ganzen Norden und auch auf Island kommen 1858 die Icelandsk Ævintýri heraus, in Finnland erscheint 1835 Elias Lönnroths erste Ausgabe der Kalevala. In allen Ländern steht die Präsentation einer langen Kulturgeschichte mit einer eigenen Literatur im Zentrum. Und damit könnte ich denn nun schon mit meiner Vorlesung am Ende sein und sagen, nein, für die skandinavischen Märchen spielen die Kinder- und Hausmärchen keine Rolle. Es bleibt allenfalls ein Negativbefund, der, ähnlich wie Heinrich Detering es für die deutsche Literatur im ersten Vortrag dieser Ringvorlesung festgeschrieben hat, gerade in der dezidierten Absage an die berühmten Vorlagen eine implizite Beschäftigung doch erkennen lassen könnte. Und eine solche Annahme lässt sich durchaus bei einigen der bekannten Märchenautorinnen und Autoren Skandinaviens belegen. Die hier formulierten dezidierten Absagen an die Grimms scheinen zumindest auf einer genaueren Kenntnis der Geschmähten zu beruhen. Daneben gibt es aber auch andere Spuren, die nicht die direkte Rezeption der Grimmschen Märchen belegen, sondern vielmehr gemeinsame Quellen erkennen lassen. Diesen Befunden möchte ich im Folgenden nachgehen, damit ich doch noch was sagen kann. Und exemplarisch herausgreifen werde ich dabei zunächst und überwiegend Hans Christian Andersen, dessen allererste Märchensammlung durchaus auf gemeinsame Quellen hinweist. Kurz eingehen werde ich dann noch auf August Strindbergs Auseinandersetzung mit der Gattung Märchen und einen kleinen Ausblick gebe ich anschließend noch auf Astrid Lindgren und die skandinavische Literatur der 1950er Jahre, in der die Grimmschen Märchen plötzlich wieder auftauchen. Und so viel sei vorweggenommen, die Spuren der Kinder- und Hausmärchen sind in den skandinavischen Kunstmärchen und Märchenstücken, wenn überhaupt nur vermittelt, über Umwege erkennbar, aber sie sind da. Damit komme ich zum ersten Beispiel, nämlich zu Hans Christian Andersen. Ungeachtet des bei beiden Brüdern Grimm zu beobachtenden Interesses am nordischen Mittelalter, verhielten sie sich der zeitgenössischen skandinavischen Literatur gegenüber deutlich reservierter. Dies betraf vor allem die dänischen Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Die erste persönliche Begegnung der Grimms mit Andersen erachteten sie denn auch, anders als die Begegnung mit den schwedischen und norwegischen Volksmärchensammlern, als wenig bemerkenswert, den Autor als uninteressant. Als der mittlerweile in ganz Europa bekannte Andersen am 26. Juli 1844 in Berlin-Humboldt und Jakob Grimm seine Aufwartung machen möchte, werden seine Erwartungen ganz und gar nicht erfüllt und so heißt es denn im Eindruck ins Tagebuch über diesen 26. Juli, einen neuen Hut gekauft, vergeblich Löwenohren gesucht, Briefe abgegeben für Gräfin Wilhelm Schwerin, Frau von Bardeleben. Heute hat man auf den König geschossen, er wurde jedoch nicht verletzt.
hinaus zu Humboldt gefahren, der nicht zu Hause war. Ohne Empfehlungsschreiben kam ich zu Jakob Grimm, er kannte mich nicht, hatte noch nie meinen Namen gehört, wusste von mir nicht das Geringste. Weiß, der Mineraloge, war darüber sehr erstaunt, sagte, es sei eine Anekdote zum Totlachen. Man beachte die Stellen, die Andersen mit einem Ausrufezeichen versieht und diejenigen, die nur in Parenthese angeführt werden. Ein halbes Jahr später, im Dezember, heißt es dann in einem Tagebucheintrag, Jakob Grimm besucht, der sich mit mir über Märchen unterhielt, und nur einen Tag darauf kann Andersen nach einem Abend bei Graf Bismarck Bohlen, an dem er die Gelegenheit nutzte, zwei seiner Märchen vorzulesen, immerhin zufrieden festhalten. Wilhelm Grimm war dabei, seine Persönlichkeit gefiel mir, er war sehr für den Tannenbaum. Noch zweimal im Winter 1844 trifft er die Brüder, was er aber kommentarlos im Tagebuch vermerkt. Von einem wechselseitigen Austausch oder gar Inspiration wollte hier keine Seite sprechen. Weder Andersen noch Jakob oder Wilhelm Grimm waren offensichtlich daran interessiert, eine Beziehung erkennen zu lassen. Bekannt ist zudem, dass die Grimms mit Verweis auf Andersens Prinzessin auf der Erbse einen Text aus ihren Kinder- und Hausmärchen verwiesen, der vermutlich aufgrund einer gemeinsamen Vorlage zu große Ähnlichkeiten mit Andersen aufwies. So unbekannt war ihnen der dänische Märchendichter denn doch wieder nicht. Aber diese Ablehnung der Grimms spielte für die Erfolgsgeschichte der Märchen von Andersen überhaupt keine Rolle, im Gegenteil. Als nämlich 1835, 9 Jahre also schon vor der Begegnung mit Jakob Grimm, der angeblich noch nichts von ihm gehört hatte, das erste Heft von Hans Christian Andersen, Eventyr vertellte für Börn, Märchen erzählt für Kinder, erscheint, beginnt nämlich die internationale Karriere des dänischen Autors. Auch wenn schon zuvor die Romane und Gedichte fast mehr im Ausland als in Dänemark gewürdigt wurden, haben die Märchen eine ganz besondere Durchschlagkraft, weit über die Grenzen der Heimat und schließlich auch Europas hinaus. Ein wenig trübt jedoch zunächst der Zusatz »erzählt für Kinder« die Begeisterung, wenngleich sich das kindlich naive Gemüt im goldenen Zeitalter der Romantik auch in Dänemark großer Popularität erfreut, trägt es zur Akzeptanz auf dem literarischen Parnass nicht unbedingt bei. Die Nähe zum Grimmschen Titel Kinder- und Hausmärchen scheint dabei auch irrelevant zu sein. Dass Andersen jedoch auf eine unschlagbare Weise einen Spagat zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur wagt, ist nur die eine revolutionäre Seite der Besonderheit von seinen Märchen. Der andere, ebenso revolutionäre und einzigartige Balanceakt, den Andersen vorführt, betrifft, hier den Grimms durchaus vergleichbar, sein Verhältnis zur mündlichen Erzähltradition des Märchens, das jedoch von Andersen verbunden wird mit höchst modernen literarischen Erzählformen. Andersens Märchen spielen mit verschiedenen Leserwartungen. Sie nehmen traditionelle Erzählmuster auf und brechen zugleich bewusst mit der Erzähltradition des Märchens. Und hier lässt sich vielleicht der erste fundamentale Unterschied zu den Volksmärchensammlungen erkennen. Am Beginn von Andersens riesigem Märchenkorpus von 156 offiziellen und einer Reihe inoffizieller Märchen und Geschichten stehen zunächst aber Bearbeitungen von Volksmärchen. Zwar hatte sich Andersen schon von seinen ersten Texten an immer wieder mit Märchenstoffen beschäftigt, in Gedichten, Erzählungen und Dramen. Am deutlichsten erscheint der Rückgriff auf die Volksmärchentradition jedoch im ersten der 4 in einem unscheinbaren Heft versammelten Märchen für Kinder erzählt mit dem Titel Fürtheut, das Feuerzeug. Es bedeutet einen bewussten und markanten Neuanfang. Hier erklingt nicht nur der Tonfall, der von nun an unverkennbar Andersensch sein soll, sondern hier werden auch fundamentale Kategorien des Volksmärchens ironisch und damit anders als bei den Grimms auf den Kopf gestellt. Neben dem Irgendwann und Irgendwo des Es war einmal stehen plötzlich da ziemlich genaue Ortsangaben aus einem Kopenhagen des Jahres 1835 und in scharfem Kontrast zur biedermeierlichen Idylle, die noch die Schürze der alten Hexe zu Beginn des Märchens plaukariert sein lässt, steht der Übermut des Volksaufstands und des Umsturzes am Ende des Feuerzeugs. Anders als die Haus- und Kindermärchen der Brüder Grimm oder die Norske Folke-Eventyr von Asbjörnsson und Mu, geht es Andersen eben nicht darum, mündlich tradierte Erzählstoffe mit einer bestimmten ideologischen, nationalen oder didaktischen Ausrichtung zu publizieren, sondern er veröffentlicht seine Märchen unter seinem Namen als Kunstmärchen frei und mit einer deutlichen Autorsignatur,
die gleichwohl einen Bezug zu den literarischen Vorlagen aufweisen können und damit zumindest thematisch auch durchaus in die Nähe der Grimmschen Märchen rücken. Zu diesen Anleihen an Märchenvorlagen hat sich Andersen auch bekannt. Nach eigener Aussage gehen das Feuerzeug, der kleine und der große Klaus, das schon genannte und von den Grimms bewusst nicht aufgenommene Märchen Die Prinzessin auf der Erbse, der Reisekamerad, die wilden Schwäne, der Garten des Paradieses, der Schweinehirt, Tölpelhans und Was Vater tut, ist immer richtig, auf mündlich tradierte Märchenstoffe zurück. Und auch in der Schneekönigin verweist der vierte der insgesamt 7 Teile dieses ungewöhnlich umfangreichen Textes dezidiert auf eine Volksmärchenvorlage, die Andersen als Kind in Odense gehört hatte. Offen bekennt er kurz vor der Veröffentlichung des ersten Heftes seiner Märchen dem dänischen Schriftstellerkollegen Ingemann: Ich habe ein paar Märchen wiedergegeben, die mir in meiner Kindheit Freude machten und die, glaube ich, nicht sehr bekannt sind. Und ich habe sie so niedergeschrieben, wie ich sie einem Kind erzählen würde. Was Andersen gleich mit den ersten Märchen gelungen ist und ihren literarischen Siegeszug in die Kinderzimmer und in die Bibliotheken der Erwachsenen gleichermaßen ermöglicht hat, das sind gewissermaßen Volksmärchen zweiter Potenz, wie Heinrich Detering es genannt hat. Vor allem ihre fingierte Mündlichkeit schafft inmitten einer Schriftkultur und in Beherrschung des literarischen Marktes die Illusion mündlicher Unmittelbarkeit. Und tatsächlich hat Andersen die meisten Märchen im mündlichen Vortrag überprüft, ehe er sie in den Druck gab. Leseranreden und pointierte kurze Sätze stehen neben vermeintlichen Nebensträngen und wortreichen Ausschmückungen bis hin zu grammatikalischen Eigenheiten und scheinbar spontanen Interjektionen. Das alles evoziert eine mündliche Erzählung. Die Figur der Ironie, die Andersens Märchen von Beginn an auszeichnet, ist diese Spannung zwischen dem mündlichen Tonfall der Erzählung und dem Papier, auf dem sie stehen. Dass der Autor also froh und stolz darüber ist, in Wilhelm Grimm wenigstens einmal bei seinen Besuchen einen dankbaren Zuhörer gefunden zu haben, hängt zweifellos auch mit seinem Selbstverständnis als Märchenerzähler zusammen. Es ist in der Forschung wiederholt darauf hingewiesen worden, und Heinrich Detering ist ein großer Andersen-Forscher, dass vor allem Fürtheut als eines der allerersten Märchen, das Andersen geschrieben hat, auf das engste verwandt ist mit dem Grimmschen Märchen Das blaue Licht. Und in der Tat lassen sich hier wohl die meisten Übereinstimmungen zwischen den Kinder- und Hausmärchen und Andersens Eventyr erkennen. Mit dem Grimmschen blauen Licht verbindet ihn wohl eine gemeinsame Vorlage, auf die die Forschung nur recht vage verweisen kann. Die Grimms führen allerdings in den Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen kommentarlos Andersens Feuerzeug als dänische Variante zu KHM 116 Das blaue Licht an. Festzuhalten ist allerdings, dass Andersen Das blaue Licht offensichtlich nicht kannte, und in Parenthese sei angemerkt, dass er diese Beziehung zur Vorlage auch sicher nicht weiter erwähnt hätte. Zur Vorlage der Grimms gibt es aber auch nur eine recht unspezifische Angabe. Sie notieren in ihrer Anmerkung zum blauen Licht jedenfalls, dass es, Zitat, aus dem Mecklenburgischen stamme, und Andersen äußert sich dazu nicht weiter als oben angeführt, ein paar Märchen, die nicht weiter bekannt sind. Es sind jedoch nicht nur die Kindheitserinnerungen und ein paar Märchen, die Andersen zum Feuerzeug inspiriert haben, sondern auch die fantastisch märchenhaften Erzählungen und Schauspiele des von ihm bewunderten dänischen Romantikers Adam Oehlenschläger. Dessen dramatisches Märchen Aladdin und die Wunderlampe von 1805, das seinerseits auf die Märchen aus Tausend und einer Nacht zurückgeht, bewundert Andersen sehr. Und er gibt unumwunden zu, sich mit Oehlenschlägers Aladdin identifizieren zu können. Ein in der Kindheit armes Naturtalent, das es aus eigenen Stücken schafft, zu Ruhm, Ehre und Erfolg zu gelangen. Und basierend auf diesen beiden Vorlagen, dem Volksmärchen, das nicht weiter bekannt ist, und Oehlenschlägers Aladdin, schreibt er nun seine Version dieses ihm bekannten Stoffes und erfindet trotz aller Inspiration durch die Prätexte einen völlig neuen Text. Der dänische Literaturwissenschaftler Hans Prix beschreibt Andersens Leistung so: In seinem ersten Märchen Das Feuerzeug entschied er sich für die Aladdin-Geschichte in ihrer volkstümlichen Form. Die Tatsache, dass es genau das gleiche Thema wie in Oehlenschlägers Märchenspiel war, zwang ihn dazu, es ganz eigenständig darzustellen,
Kein einziges Detail durfte eine Ähnlichkeit aufweisen. Es war ein echter Wettstreit mit Öhlenschläger. Es ist sicher kein Zufall in der skandinavischen Märchenforschung, dass hier lediglich der dänische Prätext erwähnt wird, die Nähe der Krims jedoch nicht weiter verfolgt. Wie ähnlich Andersens Fassung der Grimms ist, wird in einer kurzen Handlungsskizze des blauen Lichts jedoch deutlich. Das Grimm-Märchen beginnt damit, dass ein verletzter Soldat vom König abgedankt wird. Auf dem Weg nach Hause trifft er eine Hexe, die ihm drei Aufgaben stellt. In der dritten soll er ein blaues Licht aus einem Brunnen holen. Das gelingt ihm auch. Als er aber dann der Hexe das Licht nicht geben möchte, bevor er weiß, was es damit auf sich hat, lässt sie ihn wütend im Brunnen abstürzen. In dem Moment, in dem der Soldat sich im Brunnen eine Pfeife mit dem Licht anzünden möchte, taucht ein schwarzes Männlein auf, das ihm alle Wünsche erfüllt, sobald das Licht angeht. Gold, die Verbrennung der Hexe, ein Einzug in die Königsstadt. Die Königstochter lässt er nachts aufs Zimmer bringen und vom Männlein wieder zurück ins Schloss, bis der König misstrauisch wird. Der Soldat wird entdeckt und zum Tode verurteilt. Er bittet noch einmal am Galgen darum, sich eine Pfeife anzünden zu dürfen. Das Männlein erscheint wieder und alles wird gut. Der Soldat bekommt die Prinzessin und das Königreich. Andersens Feuerzeug weist eine ähnliche Handlung auf. Die Parallelen sowohl zum blauen Licht als auch zu Öhlenschlägers Aladdin erkennen lassen. Allerdings gibt es auch gravierende Unterschiede. So werden etwa dem Männlein im blauen Licht und dem eisernen Mann der Öhlenschlägerschen Märchenvorlage hier drei Hunde entgegengestellt, die als Helfer des Protagonisten agieren. Die letzten Hunde, vor die der ebenso tapfere wie grausame Soldat stößt, haben Augen wie der runde Turm, eine deutliche topografische Anspielung auf den runden Turm von Kopenhagen, die wir in den Grimmschen Märchen überhaupt nicht kennen. Dieser Hinweis auf die dänische Metropole entpuppt sich als ein deutliches Signal, als ein Bezug zur Realität Dänemarks zu Beginn des 19. Jahrhunderts, den sich das Märchen erlaubt und der weit über die Erinnerung an das in der Kindheit mit Genuss gehörte Märchen hinausgeht. Vielmehr enthält diese Allusion ein gesellschaftskritisches Moment, das dem Märchen auch innewohnt. Wie unterschiedlich aber nun über die Handlungsparallelen hinaus Andersens und Grimms jeweilige Bearbeitungen und Ausgestaltungen dieser nicht weiter bekannten Märchen aus dem Mecklenburgischen aussehen, möchte ich Ihnen im Folgenden etwas näher zeigen. So wird bereits von Beginn beider Varianten an nur zu deutlich, wie sehr die Vorstellungen, die beide an die Gattung herantragen, differieren. Beide greifen in einer Weise in das Volksmärchen ein und machen aus ihm ein Grimm, beziehungsweise ein Andersen-Märchen. Aus einem Volksmärchen, das vielleicht einmal so anfing. Ein Soldat kam aus dem Krieg und traf eine Hexe oder, wie es in der möglichen Vorlage aus der Haxthausenschen Familie 1820 heißt, ein König hielt mit einem von seinen Soldaten Abrechnung, denn der Soldat sollte seinen Abschied haben. Da bekam der Soldat 4 Pfennige heraus, dafür trank er sich einen Schnaps im Wirtshaus und ging nun im Walde. Daraus wird schließlich in der Grimm-Version sehr viel ausführlicher. Es wird immer länger jetzt werden. Es war einmal ein Soldat, der hatte dem König lange Jahre lang treu gedient. Als aber der Krieg zu Ende war und der Soldat der vielen Wunden wegen, die er empfangen hatte, nicht weiter dienen konnte, sprach der König zu ihm: Du kannst heimgehen, ich brauche dich nicht mehr. Geld bekommst du weiter nicht, denn Lohn erhält nur der, welcher mir Dienste dafür leistet. Da wusste der Soldat nicht, womit er sein Leben fristen sollte, ging voll Sorgen fort und ging den ganzen Tag, bis er abends in einen Wald kam. Als die Finsternis einbrach, sah er ein Licht. Dem näherte er sich und kam zu einem Haus, darin wohnte eine Hexe. Gib mir doch ein Nachtlager und ein wenig Essen und Trinken, sprach er zu ihr, ich verschmachte sonst. Oho, antwortete sie, wer gibt einem verlaufenden Soldaten etwas? Doch will ich barmherzig sein und dich aufnehmen, wenn du tust, was ich verlange. Was verlangst du, fragte der Soldat, dass du mir morgen meinen Garten umgräbst. Ein durchaus nachvollziehbarer Wunsch. Bei Andersen heißt es dann, da kam ein Soldat die Landstraße entlang marschiert. 1, 2, 1, 2.
Er hatte seinen Tornister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite, denn er war im Krieg gewesen und nun wollte er nach Hause. Da traf er eine alte Hexe auf der Landstraße. Die war so widerlich, ihre Unterlippe hing ihr bis auf die Brust herunter. Sie sagte: "Guten Abend, Soldat. Was hast du für einen schönen Säbel und was hast du für einen großen Tornister? Du bist ein richtiger Soldat. Jetzt sollst du so viel Geld kriegen, wie du willst." Wie er es einem Kind erzählen würde, nimmt der Erzähler hier seine Geschichte auf. Er ahmt den Stechschritt des Soldaten nach 1-2-1-2 und veranschaulicht damit seine Bewegung vom Krieg zurück und mitten in das Märchen hinein. Ganz in Anlehnung an eine kindgerechte Märchenerzählweise wird die Ausgangssituation der Handlung ohne Erklärung und Psychologie und ohne die Entlassung durch den König im Dialog entwickelt. Der Soldat bedankt sich brav bei der Hexe. "Vielen Dank auch, du alte Hexe", sagte der Soldat. "Siehst du den großen Baum?", sagte die Hexe und zeigte auf den Baum, der neben ihnen stand. "Da drinnen ist er ganz hohl, da musst du in die Krone hinaufklettern, dann siehst du ein Loch, da kannst du hineinrutschen und tief in den Baum hinunterkommen. Ich binde dir einen Strick um den Leib, damit ich dich wieder hochziehen kann, wenn du mich rufst." "Und was soll ich da unten in dem Baum?", fragte der Soldat. "Geld holen", sagte die Hexe. "Du musst wissen, wenn du unten auf den Grund des Baumes kommst, dann bist du in einem großen Gang. Da ist es ganz hell, denn da brennen über 100 Lampen. Dann siehst du drei Türen, du kannst sie aufmachen, der Schlüssel steckt. Wenn du in die erste Kammer gehst, dann siehst du mitten auf dem Boden eine große Kiste. Obendrauf sitzt ein Hund, er hat ein paar Augen, so groß wie ein paar Teetassen. Aber darum musst du dich nicht kümmern. Ich gebe dir meine blau karierte Schürze, die kannst du auf dem Boden ausbreiten. Geh da nur zu und nimm den Hund, setz ihn auf meine Schürze, mach die Kiste auf und nimm so viele Schillinge, wie du willst. Sie sind alle aus Kupfer, aber willst du lieber Silber haben? Dann musst du in das nächste Zimmer gehen. Aber da sitzt ein Hund, der hat ein paar Augen so groß wie ein Mühlrad. Aber darum musst du dich gar nicht kümmern, setz ihn auf meine Schürze und nimm dir nur von dem Geld. Willst du dagegen Gold haben? Das kannst du auch kriegen, und zwar so viel, wie du tragen kannst, wenn du in die dritte Kammer gehst. Aber der Hund, der auf der Geldkiste sitzt, hat hier zwei Augen, jedes so groß wie der runde Turm in Kopenhagen. Das ist ein richtiger Hund. Das kannst du mir glauben, aber darum musst du dich überhaupt nicht kümmern. Setz ihn einfach auf meine Schürze, dann tut er dir nichts, und dann nimmst du dir aus der Kiste so viel Gold, wie du willst." "Das ist gar nicht so dumm", sagte der Soldat. Die Hexe verlangt einzig ein altes Feuerzeug, das ihre Mutter vergessen habe, das blaue Licht, die Wunderlampe, als sie das letzte Mal unten war. Nach diesem Gespräch kriecht der Soldat in den Baum, tut, was ihm die Hexe geheißen hat, vergisst jedoch das Feuerzeug, geht wieder hinunter und holt es. "Was willst du nun mit dem Feuerzeug?", fragte der Soldat. "Das geht dich nichts an", sagte die Hexe. "Papalapap", sagte der Soldat, "wirst du mir sofort sagen, was du damit willst, sonst ziehe ich meinen Säbel und schlage dir den Kopf ab." "Nein", sagte die Hexe, also schlug er ihr den Kopf ab. Da lag sie. Dieser hier ausführlich zitierte Beginn des Märchens ist in vielfacher Weise repräsentativ für Andersens experimentellen Umgang mit dieser alten Gattung, die sich von der Grimmschen Version grundsätzlich unterscheidet. Im blauen Licht wird ein herzloser König vorgestellt, der seinen langjährigen treuen Diener einfach nach Hause schickt, ohne ihm zu helfen. Die direkte Ansprache macht dem vom Krieg gezeichneten Helden diese Haltung schonungslos deutlich. Auch im Grimmschen Märchen nimmt der Leser unmittelbar am Geschehen teil, eine Erzähltradition, die sich auch in Andersens Text durchaus noch fortführt. So schließt der Erzähler nicht nur mit der wörtlichen Rede und der unvermittelten Einführung ins Geschehen daran an, sondern auch in der Personenkonstellation. Ein Soldat, der Prinz werden wird und eine Prinzessin begehrt, sowie eine Hexe, die, da sie Hexe ist und hässlich, auch skrupellos erschlagen werden kann. Ein Kindermärchen hat damit kein Problem, da die Rollenverteilung in der Gattungskonvention klar vorgegeben ist. Andererseits ist diese Hexe insofern ja eine literarische Zwitterfigur, als sie in Andersens Märchen eben auch als Helferin fungiert. Ihre Intention mit dem Feuerzeug, die vielleicht mehr mit ihrer Rolle als Hexe zu tun haben könnte,
wird dem Leser, dem Zuhörer und auch ihrem Gesprächspartner, dem Soldaten, vorenthalten. Diese Abwandlung einer traditionell einseitig böse besetzten Figur, die hier zumindest ambivalent agiert, indem sie ihrem Helfer das Geld überlässt und ihm auch die Mittel zur Beschaffung der Beute gewährt, findet sich auch in anderen Märchen von Andersen wieder, etwa in der kleinen Meerfrau, in der wir eine ebenso geschäftstüchtige Hexe vorfinden, die gleichermaßen als Helferfigur dient, wie ihre eigenen Interessen verfolgt. An dieser Zwitterfigur, die uns im Feuerzeug zum ersten Mal begegnet, wird zugleich die Doppelperspektive der Erzählung deutlich. Ein kindliches Publikum nimmt wohl kaum Anstoß an der Brutalität des Soldaten, wenn er der Hexe kurzerhand den Kopf abschlägt. Vielmehr folgt diese Perspektive der Gattungskonvention dergestalt, dass eine Hexe per se böse ist, ausgeschaltet werden darf. Die geschärfte Perspektive eines erwachsenen Lesers hingegen wundert sich über die Radikalität, mit der der Kriegsheimkehrer vorgeht, und erklärt sie sich vielleicht gerade aus dieser Vorgeschichte. Der Soldat wendet noch immer die Mittel an, die er im Krieg gelernt hat. Er erschlägt die Hexe, weil er ihre Motive für den Besitz des Feuerzeugs nicht erfährt und weil er nach oben möchte, Fuß fassen in einer Gesellschaft, die er sich erst einmal wieder erobern muss. Dazu braucht er Geld und das hat er sich durch die Hilfe der Hexe zunächst einmal beschaffen können. Im blauen Licht gibt es hingegen durchaus eine Begründung dafür, warum der Soldat die Hexe vom Männlein schließlich erschlagen lässt. Sie hat ihn in den Brunnen geworfen. Wie sehr Andersen in diesem Märchen mit dem doppelten Blick und seiner speziellen Andersen-Erzählweise experimentiert, zeigt sich vielleicht darin, dass er hier noch auf das Volksmärchen und die literarischen Vorlagen zurückgreift. Ein bekannter, märchenhafter Stoff gibt mehr Raum für das Spiel mit Tradition und Moderne und verschleiert zugleich den revolutionären Anspruch, den der brutale Soldat verfolgt, der offensichtlich von den Befreiungskriegen gezeichnet zurückkehrt. Am Ende wird er auch die Königstochter bekommen und statt seiner, der sich mit Hilfe des Feuerzeugs und der Hunde vom Galgen befreien kann, werden der König und die Königin von den Hunden in der Luft zerrissen und das Volk jubelt, es lebe der König. Eine Umsturzgeschichte ist dieser erste märchenhafte Text Andersens also eine, die nicht nur die Ordnung im Märchen durch eine gutwillige und gewaltsam entsorgte Hexe stört, sondern die Regel der Gattung neu erfindet, indem sie die Stimme des Volkes zur Stimme der Literatur macht. Darin mag sich Andersens Märchen vielleicht gar nicht so sehr von dem Grimmschen unterscheiden. Anders als in Grimms Märchen jedoch, an dessen Ende auch eine verhinderte Hinrichtung steht, die ihm den Ruf eines durchaus gewalttätigen Textes einbrachte, ein Topos, der auch in Skandinavien die Grimm-Märchen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bestimmte, ich komme da noch drauf zurück. Anders also als im blauen Licht sind es in Andersens Feuerzeug die wiederholten Bezüge zur realen Welt und die Ironie, in der die Brutalität eben auch verortet ist und die dieses Märchen trotz aller Gemeinsamkeit zu einem völlig anderen Text macht als das Märchen vom blauen Licht. Es ist die vermittelte Auseinandersetzung mit den Grimmschen Märchen, die sich also in Andersens Kunstmärchen erkennen lässt und die für die skandinavische Rezeption im 19. Jahrhundert symptomatisch zu sein scheint. Während die Grimms für die skandinavischen Volksmärchen und die norröne Literatur dieses große, schon genannte Interesse aufbringen, von den Kunstmärchen allerdings völlig unbeeindruckt blieben, sammeln die Norweger, Dänen und Schweden ihre eigenen Volksmärchen und erwähnen deshalb die Grimmsche Sammlung überhaupt ganz und gar nicht weiter. Und damit komme ich jetzt zum Zweiten. Diese reservierte Haltung lässt sich auch noch Ende des 19. Jahrhunderts bei einem ganz anderen großen und international nicht minder wirksamen Autor beobachten, nämlich bei August Strindberg, der sich in den 1890er Jahren, und das ist in der deutschen Rezeption ziemlich unbekannt, mit Märchen und mit Volksliteratur sehr intensiv beschäftigte. Im Zuge dieser Beschäftigung mit der schwedischen Geschichte und seiner Literatur, seiner Schicksale und Geschichten, setzte der sich mit allen Gattungen und Formen experimentierende Modernist auch mit der traditionsreichen Gattung des Märchens auseinander. Er schrieb selbst eine Reihe von Sagor, also Märchen, die teils auf die schwedischen Volksmärchensammlungen zurückgingen, teils Neudichtungen, Kunstmärchen und Kunstmärchen sind. Obwohl Ende des 19. Jahrhunderts die Grimmschen Märchen auch in Schweden durchaus
bekannt waren, verwies er sie aber entschlossen aus seinem literarischen Kanon. Sein Verhältnis zu den Märchen der Brüder Grimm fasste er nämlich gleich zu Beginn seiner Märchenphase mehr oder weniger ungefragt, aber deutlich und die vorherrschende Meinung vieler seiner Kollegen aufgreifend so zusammen. Ob Brüderna Grimms Sorgur, Fifon und die Märchen der Brüder Grimm, zum Teufel damit. So schreibt er in einem Brief an den Schriftsteller Bürger Mörner am 7. Oktober 1894, und auch damit wäre eigentlich wieder alles gesagt. Strindberg hielt von den deutschen Kinder- und Hausmärchen offensichtlich ebenso wenig wie die Grimms von den skandinavischen Kunstmärchen. Allerdings, so sollte man auch hier wieder relativieren, verhält es sich bei Strindberg ebenso wie bei Andersen, den Strindberg bewundert, Hexmeisterin, den Hexenmeister nennt. Beide verwischen nur zu gerne die Spuren der Texte, die sie beeindruckt haben. Beide distanzieren sich immer wieder von ihren Autorenkollegen und deren Werken und beide behaupten für sich wiederholt und mit dem Anspruch auf Ausschließlichkeit die Autorität über ihre Texte, deren Genese und ihre jeweils eigene Inspiration als Schöpfer dieser Texte. So verwundert es also nicht, dass Strindberg, der sich in den Jahren um 1900 sehr intensiv mit Märchenstoffen beschäftigte und sie in seine experimentellen Dramen der Moderne auch überführte, zunächst einmal selbst als Kreator seiner Stoffe inszeniert. Und wenn er im Kontext seiner Märchen überhaupt einmal auf literarische Vorlagen verweist, dann sind es Anregungen, die er aus der schwedischen Literatur bekommen hat. Die Romantiker Atterbom, Afzelius und Geijer führt er wiederholt und in ungewohnt unverhohlener Zustimmung als diejenigen an, die die Elemente der Volksliteratur in die schwedische Dichtung überführt haben. Darüber hinaus lassen sich in seinen Märchenspielen Svanevit und Kronprüden, also Schwanenweiß und die Kronbraut, deutliche Anleihen bei dem belgischen Dramatiker und Literaturnobelpreisträger Maurice Maeterlinck erkennen, an dessen lyrische Dramen Strindberg in seinen späten Stücken anknüpft und den er wiederholt als Vorbild für die grenzüberschreitende, moderne lyrische Dramatik, das Dramlyrik, nennt. Und mit Maeterlinck kommen denn nun auch wieder die Brüder Grimm ins Spiel. Für Strindberg vermutlich unversehens und unbewusst, und gleichwohl erhalten die Grimmschen Märchen auf diesem Umweg dann doch noch einmal Einzug in die moderne schwedische Literatur und in das skandinavische Drama der Moderne. So ist es vor allem der Stoff des zweiten großen Märchendramas der Jahrhundertwende, nämlich Strindbergs Stück Svanevit, Schwanenweiß aus dem Jahr 1901, in dem sich die über Maeterlincks erstes Drama überhaupt, La Princesse Malène von 1889, transportierten Spuren der Grimm-Märchen erkennen lassen. Von Maeterlincks symbolistisch-lyrischem Stück übernimmt Strindberg die muntere Zusammenführung verschiedener Grimm-Märchen, allen voran das in der sechsten Auflage der Kinder- und Hausmärchen von 1850 als Nummer 198 geführte Märchen von der Jungfrau Marleen sowie Aschenputtel und Schneewittchen. Dazu kommen Anleihen beim mittelalterlichen Tristanstoff mit dem Brautwerbungsmotiv. Die Märchenversatzstücke sind nun bei Maeterlinck und bei Strindberg jeweils in ein Drama überführt worden. Gleichwohl lassen sich in beiden modernen Stücken signifikante Spuren der Grimmschen Märchen erkennen. Strindbergs Version Schwanenweiß konzentriert sich zunächst einmal auf ein Es war einmal, das durch den mittelalterlichen Rahmen vorgegeben wird. Das Stück weist ein märchentypisches begrenztes Personal auf. Die Herzogstochter Svanevit wird von der bösen Stiefmutter gehasst. Und als Svanevits Vater in den Krieg ziehen muss, bittet er die Tochter, auf die Stiefmutter zu hören, lässt ihr aber für den Notfall ein Horn zurück, mit dem sie ihn nach Hause rufen könnte. Ein anderer König, der als brutal und berechnend beschrieben wird, lässt unterdessen durch einen jungen Prinzen um die Hand von Svanevit anhalten. Intuitiv errät Svanevit den Namen des unbekannten Prinzen und Brautwerbers und bindet ihn, sehr zum Zorn der bösen Stiefmutter, an sich. Die Liebe siegt jedoch am Ende gegen alle destruktiven Mächte und selbst die böse Stiefmutter wird bekehrt. Es erscheint geradezu komisch, dass Strindberg seinem deutschen Übersetzer und Freund Emil Schering dieses Konglomerat verschiedenster Texte, auch solcher der geschmähten Grimm-Brüder,
als, Zitat, sein reinstes und schönstes Stück anpreist. Und an den Dramatiker Grandinson schreibt er begeistert, für das Königlich Dramatische Theater schreibe ich nun mein Schwanenbeiß, das Idealstück von reiner Schönheit, die Apotheose der Liebe mit einer Dekoration, die allerschönsten Motive der schwedischen Volkslieder. Etwas genauer auf die Idee zu diesem Stück geht er dann im offenen Brief an die Mitglieder des Intimen Theaters 1907 ein, sein eigenes Theater, das er dann endlich hatte. Und dort bekennt er, dass ihn Matalangs Marionettentheater und dessen Stücke überhaupt inspiriert und zusammen mit den schwedischen Volksmärchen den Stoff für sein Schwanenbeiß geliefert haben. Der schwedische Strindberg-Forscher Gunnar Brandell fasst die Bezüge zusammen, indem er darauf verweist, dass Hultén Cavallius und Stevens Volksmärchen, das Motiv und Matalangs Märchenspiel La Princesse Malène den Ton für Strindbergs Svanhvit geliefert hätten. Und in der Tat erweist sich Strindbergs Adaption der Vorlagen, wie auch in den anderen Stücken von ihm, als eine Zusammenstellung verschiedenster Bezüge, von denen aber die Elementaren aus dem bekannten Grimmschen Märchen durchaus erkennbar bleiben. Interessant ist, und darin ist Strindberg den Grimms und Andersen durchaus vergleichbar, dass es auch in seiner Märchenversion gar nicht so sehr um den Stoff, sondern vielmehr um dessen Präsentation geht. Das, was die vergleichsweise strenge Anordnung und Konzeption der Grimms für ihre Idee einer Sammlung der Kinder- und Hausmärchen ist, das, was Andersens spezifischen Ton erzählt für Kinder und Erwachsene ausmacht, der die Machart seiner Texte selbst immer noch mitbedenkt, das erscheint in Strindbergs offensichtlich gegen die Grimmsche Märchentradition geschriebenen Stück ebenfalls die besondere Aufmerksamkeit, die den Möglichkeiten volksliterarischer Traditionen und literarischer Adaptionen in einem Drama der Moderne zukommt. In diesem Fall ist es die Kombination aus märchenhaften Elementen und eine klar am Symbolismus, drei magische Lilien führen schließlich zur Erlösung und dem Dram-Lyrik orientierten Sprache. Oder, man könnte es anders sagen, Strindberg umgeht wie der Hexenmeister Andersen dezidiert die Bezüge zu einer Märchentradition, für die die Grimms auch in Skandinavien repräsentativ stehen. Er ist sich sogar bewusst, dass sein Vorbild Mästeren, der Meister Matalang, sich stark von den Grimmschen Märchen hat inspirieren lassen und wendet das Blatt doch um. Zum Märchen, das machen nahezu alle Aussagen, die Strindberg zu dieser Gattung trifft, gehört das Volkstümliche, das der eigenen Tradition zugehörige. So macht der Matalang, wie auch die schwedische Forschung mit Brandell, ausschließlich für den lyrisch-poetischen Ton den Stillstand von Handlung im Rückbezug auf ein mittelalterliches Setting verantwortlich, ohne auf die Spuren von dessen Märchenstoffen einzugehen. Diese seien, auch wenn sie es ganz und gar nicht sind, originär schwedische Stoffe. Wie aktuell Strindberg mit diesen Bezügen auf die Märchen ist, lässt sich auch an anderen Beispielen aus der schwedischen Literatur der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts erkennen. Vor allem die berühmte Reformpädagogin Ellen Key, die für die Herausbildung der modernen schwedischen Kinderliteratur wichtige Akzente gesetzt hat, indem sie im Jahr 1900 das Jahrhundert des Kindes ausrief, verwies wiederholt auf die große Bedeutung der Märchen für die Entwicklung der kindlichen und jugendlichen Leser. Und das von den Reformpädagogen in Auftrag gegebene Schulbuch über die Geschichte und Geografie Schwedens, Nils Holgerssons Underbara Resa genom Sverige, also Nils Holgerssons Wunderbare Reise durch Schweden, das die Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf 1906-07 verfasste, will den Schulkindern erklärtermaßen die Lerninhalte mit Hilfe von Volksmärchen und Sagen vermitteln, ein Verfahren, das die Autorin zuvor in der Gösta Berlin-Saga bereits erprobt hatte. Lagerlöf orientiert sich in ihrer Auswahl ganz in der Tradition des 19. Jahrhunderts natürlich auf die nationalen Stoffe und scheint damit den Trend zu bestätigen, den wir bislang beobachtet haben. Es lassen sich weder in ihren Sagen und Legenden noch in Nils Holgersson Bezüge zu anderen europäischen Märchen erkennen. Allerdings zeigen ihre Briefe und auch ihre Bibliothek, in der eine deutsche Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen mit deutlichen Lese- und Gebrauchsspuren stand, ein intensives Interesse an den Grimmschen Märchen.
Einer ihrer Lehrer am höheren Lehrerinnenseminar in Stockholm war der berühmte Märchenforscher und Grimm-Übersetzer Julius Humble, dessen Auswahl der Kinder- und Hausmärchen in schwedischer Übersetzung aus den Jahren 1883 und 84 Lagerlöf ebenfalls bestens bekannt war. Wiederholt schreibt sie an Freunde und Verwandte, mit welcher Begeisterung sie die Grimmschen Märchen gelesen habe und dass sie zu den wichtigsten Leseerfahrungen ihrer Jugend gehörten. Diese sich ganz allmählich verändern oder ändernde Einstellung zu den Grimmschen Märchen, die nun erstmals unbefangen als bereichernde Lektüre verstanden werden, wird für die von der Reformpädagogik beeinflussten modernen schwedischen Kinderbuchautorinnen langsam zur Selbstverständlichkeit. Die Bilderbuchautorin Elsa Besko nennt neben den schwedischen Volksmärchen ebenfalls die Kinder- und Hausmärchen und deren Illustrationen als wichtige Referenzen für ihre Texte und Bilder. Und die wohl berühmteste Schülerin Case, die Erfolgsautorin Astrid Lindgren, wird in ihren Märchen und auch den vielen autobiografischen Zeugnissen, den Märchen ihres Lebens, immer wieder die Bedeutung der Grimmschen Märchen für ihre eigenen Texte hervorheben. Unbefangen und offensichtlich unbeeinflusst von der nationalromantischen Vorstellung einer originär schwedischen Volksdichtung, wendet sie sich in ihren Märchen und fantastischen Texten immer wieder verschiedensten Traditionen zu. Die Literaturwissenschaftlerin und Lindgren-Expertin Vivi Edström hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Grimm-Märchen sich gerade Anfang des 20. Jahrhunderts in Schweden allmählich verbreiteten und auf größere Zustimmung stießen und dass Astrid Lindgren davon nicht unbeeinflusst blieb. Die schwedischen Volksmärchen wurden nun nämlich zunehmend als zu schablonenhaft und zu bekannt abgelehnt und damit einhergehend andere Märchen gesucht, die man in den lange verschmähten Grimmschen Märchen denn auch fand. Astrid Lindgren ist die eigentliche Erneuerin des Kunstmärchens in Skandinavien, stellt Edström fest, und verbindet diese Beobachtung mit den Selbstaussagen der Autorin, die der kindgerechten Aufarbeitung der schwedischen Volksmärchen äußerst kritisch gegenüberstand. Ganz im Sinne Bruno Bettelheims formuliert auch Lindgren wiederholt, dass Kinder Märchen bräuchten, mit klaren Zuordnungen von Gut und Böse, Grausamkeit und Liebe. Skriv inga fler sorgor om kurre ekkore, schreibt bloß keine Märchen mehr über Kurre das Eichhörnchen, betonte sie denn auch polemisch und fand in den Grimm-Märchen genau die stereotypen Gegensätze, die sie für die kindliche Fantasie als notwendig erachtete. Auch in ihren eigenen Märchen und fantastischen Welten spielen diese Zuweisungen eine herausragende Rolle. Es sind hier keineswegs die Grimmschen Stoffe, die sie in ihrem Kunstmärchen überführt, sondern es ist vielmehr diese Verbindung von deutlichen Gut-Böse-Oppositionen und einem bestimmten Märchenton, der sie faszinierte und anregte. Zugleich wird mit Lindgrens unbeschwertem Zugang zu den Kinder- und Hausmärchen, die sie wohl in Humbles Übersetzung las, der Topos einer besonderen Grausamkeit dieser Texte bestätigt. Eine solche Festschreibung der Grimmschen Märchen zeichnet sich schon im 19. Jahrhundert mit ersten Reaktionen auf sie ab. Unabhängig von der Inspiration, eigene Volksmärchen zu sammeln und aufzuschreiben, die zweifelsfrei von den Grimms ausging, wurden ihre Märchen von Beginn an in Skandinavien als besonders brutal beschrieben. Ein Urteil, an das Lindgren ungeachtet ihres völlig anderen Zugangs zu den Texten auch festhält und anschließt. Dieser Topos einer besonderen Grausamkeit hat sich gleichsam fortgeschrieben und prägt das Verständnis von den Grimmschen Märchen nach wie vor. In einem Themenheft zum Märchen der namhaften schwedischen Literaturzeitschrift BLM, Bonniers Literär Magazin, im Jahr 1959 veröffentlichten bekannte zeitgenössische skandinavische Autorinnen und Autoren ihre modernen Versionen frei gewählter Vorlagen. Die modernen Märchen gehen ausschließlich auf Andersen und die Grimms zurück. Keiner wählte ein schwedisches Volksmärchen. Und es ist bezeichnend, dass für eine der grausamsten Debatten im schwedischen Wohlfahrtsstaat der späten 50er Jahre überhaupt natürlich ein Grimm-Märchen herangezogen wurde. In seiner Neufassung von Hänsel und Gretel, Horns och Gretel, nimmt der schwedische Autor und Arzt Lars Gyllensten Stellung zur radikalen Euthanasie und Reinheitsdiskussion, die in den Medien aufgebracht worden war.
Die Hemmungslosigkeit der modernen Wohlfahrtsstaats- und Wohlstandsgesellschaft, deren angestrebte Homogenität und Gesundheit sollte durch nichts gefährdet werden. So klagt der Verfasser von Hans und Greta an und setzt den Staat als Bedrohung, als böse Hexe für die Kinder gleich, mit den Kindern gleich. Die Grimms in den skandinavischen Märchen, das ist denn doch ein längeres Kapitel, als es bei der ersten Bestandsaufnahme den Anschein hatte. Festzuhalten bleiben zwei Punkte, die sich allerdings schon am Anfang abzeichneten. Erstens lösten die Kinder- und Hausmärchen und das Wirken der Brüder Grimm insgesamt auch in den skandinavischen Ländern, auf Island und in Finnland eine rege Sammel- und Aufschreibetätigkeit aus, die sich allerdings auf die originär skandinavische oder nordische Literatur konzentrierte. Somit kann man sagen, fielen die Grimms der von ihnen selbst vorangetriebenen Nationalliteratur zum Opfer. In den skandinavischen Literaturen fanden ihre Texte zunächst keinen Platz, zumal ihnen der dänische Hexenmeister Andersen nicht nur in Dänemark Konkurrenz machte. Seine Texte vor allem prägten das Bild der Märchen aus dem Norden weit über das 19. Jahrhundert hinaus. August Strindbergs deutliche Parteinahme gegen die deutschen Volksmärchenkompilatoren und für Andersens Kunstmärchen steht noch deutlich in dieser nationalliterarischen Tradition, in der die Skandinavier sich selbstbewusst von der deutschen Kultur absetzen. Mit der Jahrhundertwende wird das Verhältnis dazu jedoch zunehmend entspannter. Alan Kay, Selma Lagerlöf und Astrid Lindgren argumentieren im Hinblick auf die Märchen völlig anders. Sie bekennen sich ungezwungen zur Lektüre der Grimmschen Märchen und verweisen auf deren deutliche Trennung von Gut und Böse, die sie als förderlich für das Kind betrachten. Stereotyp taucht auch bei ihnen immer wieder jener Aspekt auf, der das Bild der Grimmschen Märchen sehr lange, nicht nur in Skandinavien, sondern auch in den Debatten deutscher Pädagogen der 60er und 70er Jahre geprägt hat, nämlich dass besonders grausame Märchen, in denen die Todesstrafe wie im blauen Licht geradezu inflationär häufig angedroht werde. Vielen Dank.